Beim ersten Spiel nach der Sommerpause musste der UFG Sparkasse Griskirchen-Pötting vor heimischem Publikum gegen Askö Linz Urfa eine 0:4-Schlappe einstecken. Grund zum Jubeln gab es aber beim Oberösterreich Cup. Nach einem Sieg gegen Vöcklabruck stehen die Trattnachtaler im Finale. Bei einem Kurs lernten die Teilnehmer das Mähen, Schleifen und Dengeln von Sensen. Immerhin bietet das Mähen mit der Sense gegenüber modernen Methoden viele Vorteile. So werden die Artenvielfalt und die Biodiversität gefördert. Ein Erlebnis der besonderen Art war die Turmkreuzsteckung in der Pfarre Haibach ob der Donau. Sie erfolgte im Rahmen einer umfangreichen Kirchensanierung. Zudem wurde die Zeitkapsel zusätzlich zu den vorhandenen Dokumenten mit neuen Inhalten aufgefüllt. Als Motivationsschub besuchten Athleten der Igler Longlife die Europameisterschaft in München. Für die Nachwuchssportler ein enormer Antrieb für die Landesmeisterschaften der U16-Klasse. Vor 50 Jahren kam der heutige Altpfarrer Josef Joe Wundsam nach Haibach. Der 85-Jährige ließ sich von seiner Gemeinde ausgiebig feiern.